Die Aachener Sörs von oben. Was für eine Aussicht. Noch schöner kann es nur für die Starter der Vielseitigkeitsprüfung beim CHIO Aachen sein. Zehntausende Zuschauer waren an diesem sonnigen Tag an die Strecke gekommen, um beim spektakulären Finale des DHL-Preis über knapp 4 Kilometer mit 25 Hindernissen dabei zu sein. Wie anspruchsvoll der diesjährige Geländeparcours war, zeigte sich beim Ritt der Vorjahressiegerin Ingrid Klimke auf Hail Bob an Sprung 16. Also war so ein bisschen so beim Abgehen, hatte ich schon gedacht, dass man da um die Ecke kommt und die Pferde viel Holz sehen, viele Optionen, die man springen könnte oder eben nicht. Als ich dann abgewendet bin und nochmal, hat dann gesehen und ist ja sofort gesprungen. Also ich bin irgendwie nicht mal richtig böse, weil ich wirklich genau gemerkt habe, das war einfach so ein Missverständnis. Er hatte den nicht auf der Sendung. Dafür nutzte eine andere deutsche Teilnehmerin ihre große Chance. Die 29-jährige Julia Krajewski ging mit Chipmunk führend nach Dressur und Springen ins Gelände und blieb bis zum Ende der Strecke im Hauptstadion ohne Springfehler. Ich wusste, es ist knapp und ich habe hochgeguckt und 26 Komma und da dachte ich, oh, die Eins stand und dann Wahnsinn. Also da, ich fange dann auch immer an zu heulen, deswegen bin ich auch noch eine Runde galoppiert. Grund für Freudentränen hatte auch wieder die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten. Nach einem verpatzten Auftritt beim Grand Prix am Donnerstag überzeugten Isabel Wert und Emilio an diesem Tag und gewannen mit 79,128% den Mägle-Preis. Heute ging er wirklich super und er wollte mir noch ein kleines Geschenk machen, indem er zeigen wollte, dass er mehr als nur einen 9-2er kann. Aber da habe ich nicht genug aufgepasst. Ansonsten hat er wirklich wieder zu alter Form gezeigt, dass der Donnerstag einfach blöd war. Die sechsfache Olympiasiegerin hatte auch gleich doppelt Grund zur Freude, denn sie feierte ihren 49. Geburtstag.